Ja, dann darf ich euch auch alle ganz herzlich grüßen heute Morgen zum Gottesdienst Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Ja, das ist die Botschaft und es ist so schön, seit 2000 Jahren ist es die Botschaft, seit 2000 Jahren wartet die Gemeinde Jesu auf Jesu kommen und ist auch gut so, ja, weil die Gemeinde Jesu wach ist und solange sie wach ist, wartet sie auf Jesu kommen. Ja, und der Herr kommt, das hat er zugesagt, zu einer bestimmten Zeit. Tag und Stunde wissen wir nicht, aber manche Ereignisse hat uns Jesus ja auch zugerufen, wo wir darauf achten sollen. Ja, also ich verstehe das eigentlich so, dass Jesus nicht sagt, ihr könnt das Jahr berechnen, in dem ich komme, oder den Monat oder Tag und Stunde. Ja, das ist keine zeitliche Frist, die er vorgibt und sagt, dann und dann ist es soweit. Aber er sagt, achtet auf die Zeichen der Zeit. Das sagt er schon. Ja, also das scheint so zu sein, als ob es bestimmte Ereignisse gibt in der Geschichte, die man auch sehen kann und wo ich zum Beispiel auch zurechne, dass Israel wieder im Land ist. Ja, ich glaube, das heutige Israel ist maßgeblich, wenn man es menschlich sieht, von Menschen gemacht. Ja, mit der Balfour-Erklärung. Das war eine rein politische Entscheidung im Nahen Osten. Das war eine Auswirkung des Zweiten Weltkriegs. Müsste man sich Zeit nehmen für ein bisschen, wie das gekommen ist. Aber es ist eigentlich so gekommen, dass durch diese Balfour-Erklärung, die der Lord Rothschild ja unterschrieben hat, ja, und vom englischen Unterhaus und Oberhaus dann irgendwann auch ratifiziert wurde, so ist Israel entstanden. Menschlich gesehen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, die Endzeitreden Jesu, die können nicht in Erfüllung gehen, ohne dass es ein Israel gibt. Ja, das spielt manchmal ineinander, das menschliche Tun und Gottes Vorhersagen, Gottes Handeln. Und ich für mich bringe das so zusammen, dass ich sage, in der Bibel steht, Gott lenkt den Königen ihre Herzen wie Wasserbäche. Und das macht er bei den Rothschilds auch und bei euch übrigens auch, ja. Ihr seid ja auch Könige und Priester in Christus, ja. Also uns lenkt er das Herz auch wie Wasserbäche. Also wenn Gott etwas herbeiführen will, tut er das. Der hat das mit Kyros auch gemacht. Ja, der König von Persien, der Kyros, der hat ja eigentlich Israel erlaubt zurückzukehren. Und wenn man das damals nur so ganz menschlich gesehen hat, so als Perser oder als Ägypter, da hat man gesagt, na ja, gut, dann hat jetzt da der Kyros den Juden erlaubt, wieder zurückzugehen und die haben ja auch ihren Tempel wieder gebaut, ja. Und das heißt also, rein menschlich, wenn man nur die horizontale Perspektive hat, da muss man sagen, das war eine menschliche Entscheidung von dem Kyros. Wenn man Gottes Wort kennt, dann weiß man, dass das exakt nach 70 Jahren war. Und dann hat Gott dem Kyros die Gedanken so gelenkt, dass der Kyros die wieder nach Hause schickt. Und zwar pünktlich, ja? Also es ist ja eine ganz pünktliche Zeit, da waren 70 Jahre voll. Nicht nach 65 Jahren, nicht nach 75 Jahren, sondern nach 70 Jahren. Und deswegen glaube ich, dass viele Dinge, die wir so sehen in unserem alltäglichen Leben, dass der Glaubensmensch die in Verbindung bringt mit Gott und der profane Mensch, der keinen Glauben hat und keine Bibel kennt und keinen Jesus Christus hat, der bringt die halt mit seinen eigenen Möglichkeiten oder irgendwelchen Zufällen in Verbindung. Ja, und manchmal greift Gott ganz konkret in die Geschichte ein. Und das Konkreteste, was wir eigentlich bisher gesehen haben, ist, dass dieser Staat Israel wieder gegründet worden ist. Und mir ist auch vollkommen gleichgültig, weil ich habe viele Freunde, die mir auch sagen, ja gut, das ist ja ein Kunstkonstrukt da unten, das haben ja Menschen gemacht. Ja, das stimmt, aber nach dem Plan meines Gottes. Ja. Und dass Israel wieder kommen würde, das sieht man auch an dem, was man eben gelesen hat, ja, dass die Engel gesagt haben, so wie Jesus aufgefahren ist, so wie ihr Jesus gesehen habt, dass er aufgefahren ist in den Himmel, so wird Jesus wiederkommen. Ja, und alles, was Jesus in den Endzeitreden sagt, dazu braucht es ein Israel. Ja, also da müsste man auch ein bisschen Zeit sich nehmen für, aber das kann nur in Erfüllung gehen mit Israel und spezieller noch gesagt und exakter mit Jerusalem. Jerusalem ist der Zeiger an der Weltenuhr, nicht mal Israel. Und das, glaube ich, müssen wir auch ein bisschen genauer schneiden noch. Ja, also da hört man oft als Beispiel bei den Pastoren, die lesen dann Sacharja und da steht, das Haus David und die Bürger zu Jerusalem werden den sehen, in den sie gestochen haben. Die Stelle kennt ihr ja wahrscheinlich. Und dann legt man das aus und sagt, da steht halt, dass Israel Jesus erkennen wird in der Endzeit. Und dann sage ich, das steht da nicht. Da steht, das Haus David und die Bürger zu Jerusalem werden den sehen, in den sie gestochen haben. Also nicht ganz Israel, nein, nur die Bürger zu Jerusalem. Das Haus David und die Bürger zu Jerusalem werden den sehen, in den sie gestochen haben. Aber die Auslegung ist immer, ganz Israel wird in der Endzeit Jesus anerkennen. Ja? Aber das ist nicht exakt.
Und uns, wir haben manchmal, also so geht's mir zumindest, ich habe das ja auch genauso gehört wie ihr auch, ja. Aber ich glaube, dass bisher manche Dinge etwas verschwommen erschienen sind, ja. Auch in der Eschatologie, in den endzeitlichen Dingen. Und dass wir Stück für Stück schärfer sehen können und genauer sehen und genauer verstehen dürfen. Und sehen dürfen jetzt hier, das ist das Haus David und die Bürger zu Jerusalem, die in Sacharja beschrieben werden. Die haben einen offenen Born wieder, die Sünde und Unreinigkeit. Die weinen über den sie gestochen haben, wie man weint über einen erstgeborenen Sohn. Ja, das heißt, Zacharja beschreibt eigentlich eine Bekehrung, eine neutestamentliche Bekehrung im Alten Testament. Da sind Menschen, die sehen den, in den sie gestochen haben, das war ja damals noch zukünftig, die sehen Christus, ja. Die weinen über ihn wie um einen erstgeborenen Sohn, Christus ist der erstgeborene Sohn Gottes, ja. Und die haben einen offenen Born, wieder die Sünde und Unreinigkeit. Die haben Vergebung ihrer Schuld. Also Zacharja beschreibt Zerknirschtheit über Sünde und Rechtfertigung und Heil in dem Durchbohrten, in Christus. Also es ist neutestamentlich. Das ist für mich ein Wunder, ja. Und die Rabbiner erklären das auch alles weg. Wenn er die fragt, ja, ich beschäftige mich gerade so ein bisschen mit dem Rabbinentum. Das ist hochspannend, ja. Ich weiß nicht, ob ich das jedem raten sollte, ist immer gut. Wenn ihr ausreichend in der Bibel lest, könnt ihr das auch noch machen, ja. Aber wenn ihr nicht ausreichend in der Bibel lest, dann lest lieber in der Bibel, bevor ihr euch die Rabbiner anhört. Aber das mal nebeneinander zu halten, das ist schon spannend, ja. Und wie das wegerklärt wird, ja, das ist schon interessant. Jesaja 53 lesen wir ja immer auf Jesus Christus, ja. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis aus dürrem Erdreich. Und die Rabbiner legen das auf Israel aus. Die Rabbiner sagen, wir Juden, wir sind gestorben für eure Sünden. Das ist heftig, ja. Das wird komplett wegerklärt. Weil die natürlich nicht an Jesus glauben, brauchen die ja einen Gottesknecht, ja. Und diese Gottesknechtlieder, siehe, das ist mein Knecht, das kommt in Jesaja ganz häufig vor. Und es kommt tatsächlich auch oft in Bezug auf Israel vor. Aber nicht nur. Ja, der Rabbi sagt aber, das kommt nur auf Israel vor. Der Gottesknecht in Jesaja ist immer Israel. Und der Gottesknecht in Jesaja 53, das ist dann auch Israel. Und wir Juden, wir haben unser Blut vergossen in den letzten 2000 Jahren für die Sünden von euch Heiden. Und durch unsere Striemen ist euch Heil widerfahren. Das ist rabbinische Auslegung. Da schauert's einen, oder? Das sind wir nicht gewohnt, wir Christen. Da drehen wir uns um und sagen, Moment mal, wie könnt ihr denn die Bibel so verdrehen? Ja? Und das ist eine halbe Wahrheit, ja. Aber eine halbe Wahrheit, wisst ihr auch, ist eigentlich eine ganze Lüge, ja. Weil wenn man Jesaja anschaut, nur zur Ergänzung, ja, dann sieht man, dass der Gottesknecht zum Beispiel auch Kyros ist. Kyros wird in Jesaja auch als mein Knecht beschrieben. Jesaja 45, Vers 1, ja. Das heißt also, Jesaja kennt nicht nur das Volk Israel als Gottesknecht, sondern auch Kyros ist Gottesknecht. Und auch der Messias ist Gottesknecht. Das müsste der Rabbi dann aber auch sagen, ja? Er sagt euch aber nur die Hälfte, weil Israel wird so eine gute Handvoll mal in Jesaja schon auch als Gottesknecht beschrieben. Da steht dann aber, siehe, wer ist so blind wie mein Knecht? Ja? Da ist dann Israel gemeint. Und der Rabbiner sagt, ja, der Gottesknecht in Israel, in Jesaja ist durchgängig Israel und auch in Jesaja 53 und was die Christen über Jesus sagen, das ist alles falsch. Die verdrehen die Bibel, die verdrehen unsere Bibel, das ist nämlich unsere Bibel, nicht die Bibel der Goyim. Das ist eine jüdische Bibel und das ist ja auch kein altes Testament, weil es gibt gar kein neues. Ja, das ist der Tanach und der ist ewig. Und in Jesaja 53 ist von uns Juden geschrieben. Und deswegen, ich wollte euch das nur kurz skizzieren, was da passiert. Ja, da wird man als Christ sehr, sehr nachdenklich. Und da fragt man sich dann, Moment mal, ist es denn dann richtig, was ich glaube als Christ? Ist denn da wirklich von Jesus die Rede? Na, natürlich. Natürlich, ja, aber der Rabbiner sagt doch, dass es anders ist. Naja gut, der hat ja auch eine bestimmte Vorstellung, ja, weil wenn der zugeben würde, dass in Jesaja 53 von Jesus Christus geschrieben ist, dann müsste der sich ja bekehren, dann wäre der ja kein Jude mehr. Dann hat er aber ein Problem, weil der muss dann auswandern aus Israel, ja, weil der dann nicht weiterleben kann. Weil die Verfolgung dann wäre heftig. Verfolgt werden die Christen heute. 360 Millionen Christen sind weltweit täglich konkret mit dem Leben bedroht, weil die Christen sind. Mir fehlt die Stimme für die Gemeinde Jesu. Ja, und
wir haben kurz darüber gesprochen auch, ja. Über Israel wird jetzt so viel gesprochen und auch ein Stück weit zu Recht. Da passieren ja interessante und schlimme Dinge auch, ja. Und die ganze Weltbevölkerung ärgert sich und regt sich darüber auf. Und die einen sind dafür, die anderen dagegen. Manche sind für die Palästinenser, manche sind für Israel. Und dazwischen gibt's ganz viele Meinungen. Und jetzt wird wieder polarisiert, wie bei Corona und wie bei der Ukraine. Und jetzt kommt Israel. Was kommt denn eigentlich in einem halben Jahr? Kommt wieder was Neues? Ja. Ich möchte mich nicht vor diesem Karren spannen lassen. Ja, ich bin nicht für Israel. Ich bin auch nicht für den Gazastreifen. Ich bin für meine Glaubensgeschwister in Jesus Christus. Für die bin ich und da bin ich auch parteiisch. Und die gibt's im Gazastreifen, die gibt's auch in Israel. Die gibt's in Nordkorea und in China und in Europa. Die Glaubensgeschwister, das sind die, für die wir eintreten müssten. Und diese 360 Millionen Christen, die konkret um ihr Leben bangen, da habe ich in den letzten Monaten und Jahren in den Medien überhaupt nichts von gehört. Habt ihr da was von gehört? Wieso haben die denn keine Stimme? Ja? Und jetzt zu sagen, ich bin für Israel, ich kann das verstehen, dass das viele auch teilen und sagen, aber ich würde mal sagen wollen, das ist eigentlich eine politische Entscheidung. Vor einem halben Jahr waren wir alle noch Ukrainer, jetzt sind wir alle Israelis, ja? Ich bin für die Gemeinde Jesu in Israel, da bin ich für. Und im Gazastreifen wohnen auch Christen. Und vor nicht wenigen Tagen ist die drittälteste christliche Kirche im Gazastreifen bombardiert worden und zerstört worden. Ja, das, so müssen wir denken. Wir Christen müssen differenzierter denken. Und unter den Palästinensern gibt's Glaubensgeschwister. Wieso soll ich mich politisieren lassen? Für die eine oder für die andere Seite? Ja, sich für Palästina auszusprechen und für die Hamas ist genauso falsch. Wir Christen lassen uns nicht mehr vor eine politische Situation spannen. Das ist viel zu viel passiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ja? Wir sind für Jesus und wir sind für unsere Glaubensgeschwister und für die treten wir ein. Und ob dann, wenn jemand an Jesus glaubt, ob der dann ein Israeli war vorher oder ob der Jude war oder ob der Moslem war oder ob der bei der Hamas gewesen ist, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Warum? Weil der eine neue Kreatur in Christus ist. Diese Unterscheidung müssen wir treffen. Ja? Oh, aber die Leute werden wieder auf so irdische Kategorien irgendwo eingeschworen. Da müssen wir vorsichtig sein. Ja? Und der Sohn des Gründers der Hamas, oder ich muss richtiger sagen, der älteste Sohn eines der Mitgründer der Hamas, der ist zu Jesus Christus gekommen, der hat sich bekehrt, der wohnt in Amerika heute. Das ist ein Bruder. Ja? Aber wenn wir uns jetzt da in dieses Narrativ da wieder einfügen, dann wäre das also ein ganz schlimmer Gegner für uns. Nein, für mich nicht. Der hat Jesus gefunden, das ist ein Bruder für mich, ja? Und diese Trennung, die müssen wir machen, ja? Und uns ein bisschen raushalten aus diesen politischen Auseinandersetzungen. Aber gut, ich habe einem Bruder gesagt vor vielen Jahren, da habe ich mich auch schon recht mit den Themen recht auseinandergesetzt. Ich habe gesagt, also fürs Evangelium würde ich ins Gefängnis gehen, aber für Politik nicht. Und dann hat er zu mir gesagt, vielleicht kommt eine Zeit, wo man das nicht mehr unterscheidet. Hat er mir abends am Lagerfeuer gesagt. Da habe ich gesagt, oh, da muss ich drüber nachdenken. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann das sein, dass Christen verfolgt werden in China oder in Nordkorea? Weil ich habe gedacht, ja, die Christen sind ja nicht politisch engagiert. Die Christen, die zahlen ja ihre Steuern, die fügen sich auch ins Staatswesen ein. Die glauben halt an Jesus, glauben an die Auferstehung, ja, und die missionieren. Die wollen auch, dass andere Menschen zum Glauben finden und zur Wahrheit. Warum verfolgt der Staat die Christen? Die Christen sind doch nicht politisch. Und da habe ich mich ertappt beim Denkfehler. Man muss nämlich genau umgekehrt denken. Die Christen sind nicht politisch, sondern der Staat ist religiös. Der Kommunismus ist eine Religion. Okay, der Kommunismus ist eine Weltanschauung, ja? Eine politische Weltanschauung. Aber Religion und Weltanschauung, die konkurrieren miteinander. Und ein weltanschaulich geprägter Staat will keine Religion, vor allem kein Christentum. Ja? Das könnt ihr relativ schnell sehen, auch bei uns. Unser Staat wird auch immer mehr, weltanschaulich geprägt. Gibt's ja neue Religionen, jetzt Klimareligion und CO2-Religion, ja? Und in dem Moment, wo Religionen anfangen oder wo Weltanschauen anfangen, religiös zu werden, und die Eliten sind übrigens alle religiös, ja, in dem Moment wird es für die Christen schwierig. Ich gebe euch ein Beispiel, ja, das hört sich ein bisschen heftig an, also festhalten. Wenn man was gegen Muslime sagt, dann ist das islamophob in Deutschland, ja. Wenn man was gegen Juden sagt, dann ist das antisemitisch. Und was ist das, wenn man was gegen Christen sagt?
Das ist irgendwie nix, oder? Ich habe das gestern Morgen beim Frühstück gesagt, dann hat er gesagt, das ist aufgeklärt, oder? Aufgeklärt. Wenn man aufgeklärt ist, dann sagt man was gegen Christen. Das ist die Situation in einem religiös geprägten Staat. Und das ist ja auch die Situation, die die Christen treffen wird. Ja? Und das, was in Israel da unten läuft, ist nicht die Bombe, das ist nur die Zündschnur. Die Bombe geht woanders hoch. Und da wird fleißig schon dran gearbeitet. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht instrumentalisieren lassen. Weg von unserem Herrn Jesus Christus, weg von unseren Glaubensgeschwistern, in eine politische Schublade, die viele Christen vielleicht jetzt noch nicht als das empfinden, was es ist. Ja? Also da muss man vorsichtig sein. Und das hat es immer gegeben, auch durch die Bibel hindurch und auch in der Apostelgeschichte findet man das immer wieder, dass die Dinge, die da passiert sind, von hinten gesteuert wurden und übernommen wurden und wo die Apostel sich in ganz erstaunlichen Dingen zum Teil wiedergefunden haben, wo sie sich nicht wiederfinden wollten. Ja? Warum? Weil sie das Evangelium Jesu Christi gepredigt haben. Das ist nicht gewollt von der Welt. Und je ideologisierter die Welt ist, desto schwieriger wird das für die Christen. Ja? Nicht, weil wir politisch wären, sondern weil der Staat religiös wird. Es ist genau umgekehrt. Ja? Gut, also wir haben Israel heute, ja, und hat heute Morgen auch die Verse gelesen aus Römer 11 und aus der Apostelgeschichte. Das finde ich ganz spannende Verse, weil da steht ja auch, dass es eine Wiederannahme Israels geben wird. Und Paulus sagt, wenn ihr Fall der Welt Reichtum ist, also der Juden oder der Israelis Fall, weil sie Jesus nicht angenommen haben, da sind sie gefallen, ja, und sie liegen seit 2000 Jahren. Wenn ihr Schade der Heiden Reichtum ist, wie viel mehr, wenn ihre Zahl voll würde? Das heißt, wenn sie wieder angenommen werden, das wird Leben aus den Toten sein. Das heißt, irgendwann wird Israel umkehren und irgendwann wird Jesus Christus auch wiederkommen. Ja, und diese Wiederkehr Christi, davon steht im gleichen Kapitel in Vers 25 und 26. Und das wird ganz oft zitiert heute. Und da möchte ich mit euch kurz drüber nachdenken und den Zusammenhang mal ansehen, dass man weiß, wann soll das denn passieren, was hier steht. Ja? Da schreibt der Paulus in Römer 11, Vers 25, ich will euch nicht verhalten, liebe Brüder, dieses Geheimnis, auf das ihr nicht stolz seid, Doppelpunkt, Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden oder die Fülle der Nationen eingegangen sei. Und dann das ganze Israel selig werde, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der da erlöse und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Also in Vers 26 steht, dass ganz Israel selig wird. Na, eben haben wir aber doch gelesen, nur das Haus David und die Bürger zu Jerusalem sehen denen, den sie gestochen haben. Es widerspricht sich doch jetzt scheinbar. Ja? Das, was wir eben gelesen haben von Sacharja, das deute ich auf die Wiedergeburt Jerusalems. Jerusalem kommt am Ende der Zeit noch zum Glauben an Jesus. Das ist ein schöner Gedanke für Christen. Das ist auch ein schöner Gedanke für die Gemeinde Jesu in Israel, die auch sehr verfolgt wird in Israel. Ich habe jetzt mit jemand gesprochen, der ist Ältester in einer christlichen Gemeinde in der hat mal ein bisschen erzählt, was da unten so passiert, wenn man Christ ist. Vor allem, wenn man als ehemaliger Jude Christ wird und an Jesus glaubt. Das muss man auch überlegen, was da passiert. Und der sieht die Situation sehr, sehr differenziert. Ja, aber der hat auch gesprochen von dieser Wiederannahme Israels. Und hier steht halt, dass ganz Israel selig werde, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion, der Erlöser und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Aha, das heißt also, ganz Israel wird selig werden, weil ein Erlöser aus Zion kommt. Da zitiert Paulus Jesaja 59. Das macht er nicht umsonst, ja? Der Paulus kennt die Bibel sehr, sehr gut. Sehr gut. Hier zitiert Paulus Jesaja 59 und er sagt, das ganze Israel wird gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der Erlöser und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Wann kam denn der Erlöser nach Zion? Oder wann kommt er überhaupt? Na, zweimal, oder? Jesus ist der Erlöser. Einmal kam er schon vor 2000 Jahren, da haben sie ihn gekreuzigt. Aber er wird nochmal wiederkommen. Der hat das ja gerade gelesen, ja? So wie ihr gesehen habt, dass er aufhört in den Himmel, so wird er auch wiederkommen. Leiblich, Christus kommt leiblich auf den Ölberg. Das muss man sich überlegen. Nicht spirituell, leiblich. Christus ist auch leiblich auferstanden. Nicht nur spirituell,
nicht nur in unseren Gedanken, leibliche Auferstehung. Das ist wichtig für die Erlösung. Paulus schreibt das in 1. Korinther 15. Haben wir jetzt nicht die Zeit für, ja, aber das ist die leibliche Wiederkunft Christi. Das heißt also, Christus kam schon einmal vor 2000 Jahren nach Zion und Christus wird wiederkommen am Ende der Zeit nach Zion. Laut Jesaja 59. Es wird kommen aus Zion oder nach Zion ein Erlöser. Welches der beiden Ankünfte des Erlösers meinte denn Paulus hier im Römer 11? Naja, das zweite, wenn er auf den Ölberg kommen wird, nicht das erste. Warum? Weil es schon 30 Jahre vorbei war, als er das hier schreibt. Ja? Das heißt also, Paulus meint mit dieser Stelle, dass Israel erlöst wird, zu dem Zeitpunkt, wenn Christus zum zweiten Mal nach Jerusalem kommt. Dann kommt er auf den Ölberg. Wann wird das sein? Ganz am Ende der Zeit. Nach der 70. Jahrwoche. Das wird sein, dann wird Christus auf den Ölberg kommen mit seiner Gemeinde. Ja? Denn wenn Christus auf den Ölberg herabkommt, kommt die Gemeinde mit ihm. Warum? Weil vorher Entrückung war. Ja, die Gemeinde wird entrückt in den Himmel, weil da ist unser Bürgerrecht. Und dann kommt die Gemeinde mit Christus zusammen auf den Ölberg. Das sagt die Schrift. Das heißt also, das, was hier Paulus schreibt, dass Israel gerettet wird, ist nach der Entrückung. Das heißt also, dass Israel hier gerettet wird oder Israel selig wird, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der da erlöse und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Christus kommt zum zweiten Mal nach Jerusalem, in der Endzeit, auf den Ölberg, mit seiner Gemeinde, sprich nach der Entrückung, ganz, ganz, ganz am hintersten Ende, am Ende der 70. Jahrwoche, wird Israel umkehren zu seinem Gott, zu Christus. Das heißt also, das, was hier steht in Vers 26, das meint die Umkehr Israels oder dessen, was dann noch übrig ist von Israel. Weil zwei Drittel werden umkommen und das letzte Drittel wird nochmal durchs Feuer geführt und nochmal reduziert. Bis von diesem, was wir heute als Israel sehen, nur noch ein ganz kleiner Überrest übrig ist. Und das sind wirkliche Juden aus dem Alten Testament. Wer das ist, weiß Gott. Das wird so gesiebt werden, das Volk, wie das Volk Israel in der Wüstenwanderung gesiebt wurde. Dasselbe wird in der Endzeit nochmal kommen. Zwei Drittel von diesem Volk kommen um, bis das wahre Israel des alten Bundes übrig ist, um mit Christus im tausendjährigen Reich das Reich Jesu Christi aufzurichten und für tausend Jahre auf der Erde zu herrschen und Gottes Volk zu sein. Ja? Also so wäre das, wie ich es verstehe und wie ich sehe. Und ich glaube, das kann man in den Bibelstellen auch nachvollziehen. Das heißt, dass der Paulus hier, wenn er sagt, ganz Israel wird selig werden, dann meint Paulus damit nicht, dass Israel, jetzt wird es ein bisschen heftig, das ist nur für Fortgeschrittene, ja? Er meint damit nicht, dass ganz Israel wiedergeboren wird. Warum? Weil die Entrückung ja schon war, zu dem Zeitpunkt, ja? Das heißt, für mich ist es so, dass im Alten Testament keine Wiedergeburt existierte. Die Wiedergeburt geschieht seit Pfingsten vor 2000 Jahren. Seit der Zeit kann ein Mensch wiedergeboren werden. Da hat die Gemeinde Jesu begonnen, ausgehend von Jerusalem. Und Wiedergeburt in der Welt ist so lange möglich, bis die Entrückung sein wird. Wenn die Entrückung gewesen ist, gibt's keine Wiedergeburt mehr. Israel im tausendjährigen Reich glaubt so, wie im Alten Testament geglaubt wurde. Ja, im tausendjährigen Reich gibt's keine Wiedergeburt mehr. Das, was im tausendjährigen Reich kommt, wenn Christus König ist, ist ein Anschluss ans Alte Testament. Und wenn das Alte Testament, das ist die erste Ankunft Jesu als König nach Jerusalem, und sie haben ihn gekreuzigt. Freue dich, Zion, dein König kommt zu dir. Jetzt wird Christus gekreuzigt und das Reich hat Aufschub. Ja, aber wenn Christus zum zweiten Mal auf den Ölberg kommt, dann wird er sein Königreich aufrichten. Ja, das heißt, in der alttestamentlichen Prophetie ist das erste und zweite Kommen Jesu deckungsgleich. Das hat man da noch nicht unterscheiden können. Das heißt, hier geht's los mit Adam, Abraham, Isaak, Jakob, Josef, 12 Stämme, Israel. Ja, Christus aus dem Stamm Davids kommt nach Jerusalem. Christus kommt nach Jerusalem, richtet sein Reich auf, tausendjähriges Friedensreich und dann Ende der Zeit. Das ist die alttestamentliche Sichtweise. Jetzt wird Christus aber gekreuzigt und die beiden Ankünfte Jesu, die zieht die Bibel auseinander und zeigt, dazwischen liegt die Gemeinde Jesu. Deswegen sind wir ja heute Morgen hier. Ja? Zwischen diesen beiden Ankünften Christi, wenn er nach Zion kommt, der Erlöser, da ist mindestens 2000 Jahre Gemeindezeit zwischen.
Und am Ende der Gemeindezeit nimmt Gott den Faden mit Israel wieder auf, weshalb wieder ein Staat Israel da ist. Das ist noch nicht Gottes Israel, was wir da sehen, das ist ein Völkerkonglomerat. Was ich damit sagen will, ist nur, Gott nimmt diese Linie wieder auf und hat dieses Volk wieder dort bei sich und wir haben wieder eine Hauptstadt Jerusalem und dieses Volk ist seit 75 Jahren existiert das und wartet eigentlich darauf, als ob Gott wartet, dass dieses Volk nochmal umkehrt zu ihm. Aber Israel ist zurückgekehrt aus der Diaspora, ohne Buße zu tun. Ja? Nach der 70-jährigen Gefangenschaft kam Israel nach Hause und hat Buße getan. Daniel 9, das ganze Kapitel 9, langes Bußgebet von Daniel. Gott sagt, wenn ihr umkehrt, wenn ihr Buße tut in der Gefangenschaft, dann will ich euch wieder nach Hause bringen. Das steht in Jeremia 25, Jeremia 29. Wenn ihr Buße tut, kommt ihr wieder heim. Jetzt nach 2000 Jahren kommt Israel wieder heim, hat keine Buße getan. Was wäre denn die Buße, die sie tun müssten? An ihren Messias glauben, oder? Ja, natürlich. Die müssten an unseren Herrn Jesus Christus glauben, der ja eigentlich nicht unser Herr Jesus Christus ist, sondern ihr Messias, ihr Christus. Ja? Das ist doch das, worauf Gott seit 75 Jahren wartet. Dass die Israelis und auch die Juden und auch die Rabbiner verstehen, dass in Jesaja 53 von Jesus die Rede ist und nicht von ihnen selber. Paulus schreibt im Römerbrief, sie rauben Gott, was sein ist. Sie begehen Tempelraub. Und sie setzen sich selber in Jesaja 53 ein. Statt dem Messias sind sie selber Messias. Das ist heftig, was da passiert. Das darf man als Christ nicht, das müssen wir sehen, das müssen wir schneiden. Und wir müssen unsere Bibel kennen in den Themen, ja. Aber dass Israel wieder kommt in der letzten Zeit, das sehen wir. Und das ist ja schon seit 75 Jahren, ist ja praktisch Zion, ist ja schon wieder eine alte Frau geworden. Ja, das steht in Jesaja 7, steht ja, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Ja, oder im Hebräischen Ha-Alma, die junge Frau. Aber jetzt ist Jerusalem schon eine alte Oma geworden, ist 75 Jahre alt. Zion ist schon alt geworden. Die Verheißung galt aber eine junge Frau. Also es sieht so aus, als ob Gott Geduld hat. Als ob Gott immer noch wartet. Und das ist neutestamentlich. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Auch nicht von Israel. Er will, dass auch die Juden und auch die Israelis zum Glauben an Jesus Christus kommen. Gott hat Geduld damit. Aber diese Zeit wird ablaufen. Die Gemeindezeit geht zu Ende. Ja, das ist so. Und deswegen ist der Punkt, den wir heute haben und der, wo wir darauf achten müssen, ist einfach, halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wir haben so schlimme Zeiten heute. Wie sieht die geistliche Situation aus in den Gemeinden? Und die sieht leider sehr traurig aus und das wird immer schlimmer. Bei manchen ist Streit und bei manchen ist Ärger und Zerwürfnis. Manche sind einfach ganz schwärmerig geworden. Manche sind vom Wort Gottes einfach ganz weggegangen. Die kennen die Bibel auch überhaupt nicht mehr. Ja, die machen alle möglichen anderen Dinge. Die Christenheit ist wie im Fieberwahn. Und auf der anderen Seite scheint sie irgendwie müde geworden zu sein und irgendwie, als ob man dieses Mannas überdrüssig ist, ja. Und man will wieder die Früchte haben in Ägypten, ja. Zwiebeln und Lauch und Knoblauch war, glaube ich, da angesagt, ja. Und diese Müdigkeit in der Christenheit, die sieht man halt allenthalben. Und da ruft uns schon das Wort Gottes auch rein, dass wir halten sollen, was wir haben. Ja, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Um so ein bisschen, damit möchte ich gerne zu Zacharja 11 kommen, um so ein bisschen einordnen zu können, wo wir uns befinden und welche Situation wir haben, möchte ich gerne mit euch Zacharja 11 lesen. Der Zacharja schreibt davon, dass er zwei Stäbe hat, einen Stab Huld und einen Stab Eintracht. Und diese beiden Stäbe hält er in der Hand. Huld oder Freundschaft, Zugewandtheit ist der eine Stab. Das ist der Bund, den Gott mit allen Völkern macht. Und der andere Stab ist der Stab Eintracht oder Einheit, ja, Freundschaft. Und diese beiden Stäbe, die werden zerbrochen. Und wir schauen uns an, was das hier meint und ob wir da was rausziehen können, auch für unsere Zeit, ja. Ich lese mal von Vers 1, Zacharja 11 von Vers 1. Tue deine Türen auf, Libanon, dass das Feuer deine Zedern verzehre. Heulet ihr Tannen, denn die Zedern sind gefallen und die Herrlichen sind verstört. Heulet ihr Eichen Basans, denn der feste Wald ist umgehauen. Man hört die Hirten heulen, denn ihre Herrlichkeit ist verstört. Man hört die jungen Löwen brüllen, denn die Pracht des Jordans ist verstört. Das erzählt eigentlich davon,
von großen Bäumen, von Tannen und von Zedern und die Pracht des Jordan, dann ist dieses, am Jordanfluss war natürlich Wasser und da hat mitten in der Wüste haben da auch Büsche und Bäume geblüht, ja. Also alles, was an grünem Gewächs da ist, das geht alles kaputt. Das Feuer verbrennt sogar die großen Zedern des Libanon, die starken Tannen und die Pracht des Jordan. Und die Hirten heulen, weil ihre Herrlichkeit ist verstört und man hört den jungen Löwen brüllen, denn die Pracht des Jordan ist verstört. Das heißt also, Niedergang wird da beschrieben, ja. Und zwar an Bäumen und Sträuchern und allem, was grün ist im Land. Ja? So spricht der Herr, mein Gott, hüte die Schlachtschafe, denn ihre Herren schlachten sie und halten es für keine Sünde. Verkaufen sie und sprechen, gelobt sei der Herr, ich bin nun reich. Und ihre Hirten schonen ihrer nicht. Die Herde wird von den Hirten nicht geschont. Ich glaube, das ist ein relativ verständliches Bild, ja, worum es da geht. Und dann sagt Gott in Vers 6, darum will ich auch nicht mehr schonen die Einwohner im Lande, spricht der Herr. Und siehe, ich will die Leute lassen, einen jeglichen in der Hand des anderen und in der Hand seines Königs, dass sie das Land zerschlagen und ich will sie nicht erretten von ihrer Hand. Das verstehen wir auch immer besser, auch als Deutsche jetzt, was mit unserer Wirtschaft passiert, was mit dem Land gerade passiert hier. Ja, es wird systematisch gegen die Wand gefahren. Es wird nicht nur gegen die Wand gefahren, es wird systematisch gegen die Wand gefahren. Das ist Plan. Ja, glaubt noch, vielleicht noch nicht jeder, aber von Monat zu Monat sehen wir das besser. Die sind nicht dumm in dem, was sie tun. Das ist Plan. Systematisch, ja. Das war damals in Israel so und so sagt Gott auch, wird's wieder werden, ja. Ich hüte die Schlachtschafe, ja, die Elenden unter den Schafen. Jetzt kommen die beiden Stäbe, ja. Und ich nahm zu mir zwei Stäbe. Einen hieß ich Huld und den anderen hieß ich Eintracht und hütete die Schafe. Und ich vertilgte drei Hirten in einem Monat. Und ich mochte sie nicht mehr, so wollten sie mich auch nicht. Das finde ich heftig, ja. Also hier werden die beiden Stäbe jetzt vorgestellt. Der eine heißt Huld, der andere heißt Eintracht. Und Sahaja bekommt den Auftrag, die Schafe zu hüten. Und dann sagt Gott, ich vertilgte drei Hirten in einem Monat. Und das verstehe ich auch geistlich. Die geistlichen Leute, die Leiter der Gemeinde Jesu, ob das Pastoren sind, ob das Pfarrer sind, ob das Prediger sind, wer auch immer, die fallen reihenweise um. Und wir sind alles erwachsene Leute. Die fallen alle um, weil sie im Internet zu viel Schmuddelkram angucken. Und die beschäftigen sich doch nicht mal mit Gottes Wort. Die haben schon ganz andere Dinge. Da laufen Sachen, die können wir uns kaum vorstellen. Und deswegen kommen die auch mit so armseligen Predigten. Ich rede mal ganz offen, ja. Das ist so armselig und so traurig. Die Einleitung bei den Predigten, die dauert eine Dreiviertelstunde. Dann kommen noch zwei Bibelverse und dann ist Schluss. Davon kann die Gemeinde Jesu geistlich nicht satt werden. Da ist aber nichts mehr. Die sind arm geworden. Die sind verarmt. Und genauso verarmt auch die Gemeinde Jesu. Das ist ein Drama, was passiert. Ja? Und es läuft alles noch draußen, die Wirtschaft läuft, die Autos laufen, alles gut. Und die Gemeinde Jesu, die darbt immer mehr. Und Gott sagt, ich vertilgte drei Hirten in einem Monat. Und ich wollte sie nicht mehr, da wollten sie mich auch nicht mehr. Da habe ich gedacht, Moment mal, das muss doch umgekehrt heißen. Sie wollten mich nicht mehr, da wollte ich sie auch nicht mehr. Nein, das ist so falsch. Gott erwählt jemanden, ob er predigt oder nicht. Ja? Und wenn Gott ein Wort gibt, dann ist es ein ganz einfaches, schlichtes Wort. Es muss nicht intellektuell kompliziert sein, ja. Dann ist das etwas, was die Geschwister im Glauben stärkt und satt macht. Warum? Weil Gott das gibt, ja. Und wenn Gott das nicht gibt, dann schweigen wir. Dann halten wir einfach den Mund. Dann sage ich auch, ich habe da nichts zu sagen. Oder ich mache ja viel im Internet, ja. Dann sage ich, ich mache jetzt kein Video, weil für mich ist jetzt einfach Pause. Ich bin jetzt einfach mal still, ja. Und da müssen wir hören und achten darauf, ob Gott uns etwas aufgibt zu sagen oder nicht. Und das ist dann Predigt, das ist dann nicht Referat oder Vortrag. Ja, das ist Gottes Wort gepredigt. Und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Und der Glaube kommt ja aus dieser Predigt. Und wenn die Predigt nicht mehr aus dem Wort Gottes schöpft, wie soll denn da Glaube aus der Predigt kommen? Ja. Und Gott sagt hier, ich wollte sie nicht mehr. Das ist die Reihenfolge. Was passiert denn, wenn Gott sagt, ich will dich nicht mehr als Prediger? Du machst mir zu viel in den Seelsorgefällen mit den Schwestern rum. Das läuft in Deutschland. Ich rede nicht vom grünen Tisch, ich weiß, wovon ich rede. Ich will das noch nicht weiter ausformulieren. Ja? Du hängst mir zu viel in der Börse und zockst mit deinen Geldern von der Gemeinde, die du irgendwo in Aktien anlegst. Und hast das ganze Geld schon verspielt von der Gemeinde. Hast gedacht, es bleibt ein bisschen übrig für dich. Das läuft. Wenn das läuft, dann kannst du sonntags nicht predigen auf der Kanzel. Weil du denkst ja, wenn das rauskommt, ja?
Das sind Sachen, die laufen. Und da sagt Gott, ich will dich nicht mehr. Und was müsste man denn da normalerweise tun, wenn man Hirte von so einer Gemeinde ist? Da müsste man in Sack und Asche gehen und beten und sagen, Herr, ich tue Buße, ich will das wieder gut machen, es tut mir leid, vergib mir bitte. Das müsste man als Hirte sagen. Und man müsste sagen, stell mich nicht vom Dienst, sondern behalte mich, ja, und sei mir gnädig und ich will das zurückzahlen und bring das wieder in Ordnung. Das müsste man sagen, als Christ und vor allem als Hirte, vor allem als Leiter der Gemeinde. Vorrangig, oder? Und was machen die? Ich wollte sie nicht, da wollten sie mich auch nicht mehr. Es ist ihnen gleichgültig. Das ist das Schlimme. Das steht hier im Wort. Ich wollte sie nicht mehr und statt dass sie im Sack und Asche gehen und Buße tun, da sagen sie, ich will dich auch nicht mehr. Es interessiert mich gar nicht mehr. Wir kommen aus Rumänien. Da ist in einer Gemeinde, da sind Dinge, die stellt ihr euch nicht vor hier in Deutschland. Sonntagmorgens gibt's da Schlägereien, weil irgendwelche Hurereien in der Gemeinde laufen. Das ist alles rausgekommen. Da sind Filmchen rausgekommen. Wir sind ja erwachsen, ja. Ich schneide da nachher alles raus. Ich nehme ja ein bisschen auf auch. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt ins Internet stelle. Aber diese Sachen sind wirklich gravierend, die da passieren. Und das geht in Rumänien in den ganzen Gemeinden rum. Und die Gemeindevorstände wissen das, die hängen auch alle mit drin. Und die Vorstände die Landesvorstände von dieser Gemeindeform da, die wissen das auch. Und sogar die Vorstände in Rumänien, die Allerobersten, die wissen das. Und niemand ahnte das. Da sind Missbrauchsdinge gelaufen mit Waisenkindern, die von den leitenden Brüdern in der Gemeinde aufgenommen wurden. Die sind jetzt erwachsen, die haben nach Spanien geheiratet, kommen jetzt zurück mit 30, 35, 40 Jahren, haben den Mut, die älteren Brüder darauf anzusprechen und zu sagen, was ihr mit uns damals gemacht habt, das war Sünde. Und das geht alles, wird alles unter den Teppich gekehrt. Alles, alles, alles. Das läuft in der Gemeinde Jesu. Und um ein bekanntes Beispiel zu nennen, Bill Heibels kennt ihr doch auch, oder? Ja, der ist ja mehrfach schon angesprochen worden, weil er in Seelsorgefällen da irgendjemand angefasst hat, was er nicht durfte. Haben die Ältesten vorher alles weggebogen. Und dann irgendwann ist es aber rausgekommen, jetzt ist er zurückgetreten. Weil er wirklich seine Finger nicht zurückhalten konnte. Heibels, Bill Heibels, wissen alle. Und es passiert überall auf der ganzen Welt. In den Mega-Churches und in den kleinen auch. Ich könnte euch noch mehr erzählen. Ich könnte euch eine halbe Stunde erzählen von dem, was hier läuft. Ich weiß von einem Bruder, der wollte zur Seelsorge bei einem alten Pastor. Dann hat er in der Küche gewartet, bis der Pastor Zeit hatte. Entschuldigt, dass ich so offen bin heute Morgen, ja? Dann hat die Frau von ihm die Bluse aufgeknöpft. Das hat der Bruder mir persönlich erzählt. Das läuft. Und es laufen noch viel schlimmere Sachen. Wir müssten hellwach sein. Ich höre jetzt auf damit, ja? Ich will euch da nicht beunruhigen. Aber manchmal muss das offen angesprochen werden, was läuft. Dass die Predigten so schwach sind, das ist kein Wunder. Es ist ein Wunder, dass überhaupt noch was kommt. Das ist ein Wunder. Warum? Weil Gott so gütig ist und seine Gemeinde noch ernährt durch solche Leute. Und in den Gemeinden sieht es nicht besser aus. Das ist die Situation der Christenheit. Was erwarten wir denn von Gott? Dass Gott uns jetzt da aus allem rausholt und dass Gott sagt, ja, ist ja nicht so schlimm. Nein, Gott sagt, ich wollte sie nicht mehr und da wollten sie mich auch nicht mehr. Das läuft. Und wisst ihr, was Gott dann tut? Er zerbricht die Stäbe. Er zerbricht den Bund. Und das steht hier in Sacharja. Vers 9 steht, ich will euch nicht hüten. Ich sprach, ich will euch nicht hüten. Was da stirbt, das sterbe. Und was verschmachtet, das verschmachtet. Und die übrigen fresse ein jegliches des anderen Fleisch. Schafe fressen andere Schafe Fleisch? Das ist Kannibalismus oder was? Gott zieht sich zurück. Und ich nahm meinen Stab Huld und zerbrach ihn, dass ich aufhöbe meinen Bund, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Was ist denn das für ein Bund, den Gott mit allen Völkern gemacht hat? Naja, der Bund in Christus. Das ist ein Bund, den Gott mit allen Völkern gemacht hat. Man kann auch den Bund von Noah nehmen, aber der macht hier keinen Sinn in dem Zusammenhang. Ja? Der Bund in Christus, und der wird beendet. Die Zeit der Gemeinde ist beendet an einem Punkt. Wann das ist, wissen wir nicht, aber im Römerbrief steht auch, wenn die Vollzahl eingegangen ist, dann geht das Evangelium wieder heim. Ja? Wir sind Gnadenwahl. Gott hat uns aus Gnaden mit dazugenommen. Die Verheißungen sind alle Israel geschehen. Und zum Teil nur speziell Jerusalem, ja. Und Gott hat uns aus Gnade mit dazugenommen. Uns unbeschnittene Heidenvölker. Aber wenn wir auf unseren Kirchentagen Gott LGBTQ nennen, was erwarten wir denn von Gott? Ja? Ist das nicht normal, dass Gott irgendwann sagt, gut, eure Zeit ist um und ich gehe wieder. Ich will mich auch nicht aufdrängen bei euch, wenn ihr mich nicht wollt. Hier steht ja auch, ich wollte euch nicht mehr, da wolltet ihr mich auch nicht mehr. Dann geht Gott. Gott geht. Und dann nimmt Gott seinen Segen mit. Und der Segen, der auf Deutschland gelegen hat in den letzten Jahrzehnten, den nimmt Gott auch mit. Und der Daimler in Stuttgart, der merkt das langsam. Und VW merkt das langsam auch.
Und alle Zulieferer im Siegerland werden das auch merken. Wenn der Segen Gottes weggeht, dann sind sogar die richtigen Managemententscheidungen nachher falsch. Und wenn Gott seinen Segen gibt, dann sind auch falsche Entscheidungen nachher richtig, weil Gott das segnet, weil Gott seinen Leuten gut will. Und wenn Gott aber geht und seinen Segen mitnimmt, dann können wir strampeln, wie wir wollen. Unser Problem in Westeuropa ist nur eines, unsere Gottlosigkeit. Ja, unsere Christuslosigkeit, das ist unser Problem. Und sonst gar nichts. Keine Finanzkrise und keine Corona und alles, das ist alles nicht unser Problem. Dass wir Jesus verlassen, und das steht hier im Text. Denn das geht jetzt weiter. Jetzt kommt eine ganz bekannte Textstelle mit den 30 Silberlingen. Und die 30 Silberlinge, die werden zweimal erwähnt. Und ihr wisst, wofür die stehen. Und warum die zweimal erwähnt sind, das sehen wir gleich. Ja? Also hier steht Vers 10, ich nahm einen Stab Huld oder Freundlichkeit, ja, und zerbrach ihn, dass ich aufhöbe meinen Bund, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Jetzt kommt einer der wichtigsten Verse. Und er ward aufgehoben des Tages. Und die elenden Schafe, die auf mich achteten, die merkten dabei, dass es des Herrn Wort wäre. Nicht die hohe Theologie. Die sind in ihren Elfenbeintürmen. Die sind auf ganz anderen Partys unterwegs. Kann ich auch ein bisschen erzählen von, will ich jetzt aber nicht, ja? Ihr wisst, was ich da meine. Die sind längst arriviert. Die sind längst, haben sich längst abgekoppelt von der Gemeinde Jesu, ja? Aber die elenden Schlachtschafe, die auf Gott achteten, die merkten dabei, dass es des Herrn Wort wäre. Und ich sprach zu ihnen, gefällt's euch? So bringet her, wie viel ich gelte. Wo nicht, so lasst anstehen. Und sie wogen da, wie viel ich galt, 30 Silberlinge. Das war doch der Judaslohn, oder? Das war der Judaslohn. Und die 30 Silberlinge, die kommen nochmal. Und der Herr sprach zu mir, wirf's hin, dass es dem Töpfer gegeben werde. Ach, da wurde doch der Töpferacker von gekauft, um die Pilger zu begraben in Jerusalem. Ja. Wirf's hin, dass es dem Töpfer gegeben werde. Ei, sagt Gott, so ein bisschen ironisch ist es hier. Ei, sagt er, eine treffliche Summe, der ich wertgeachtet bin für ihn. Das war ein Sklavenlohn. Also so viel musste man für einen Sklaven bezahlen damals. Ja. Und ich nahm die 30 Silberlinge, ach, da kommen sie zum zweiten Mal. Ich nahm die 30 Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, dass es dem Töpfer gegeben würde. Schon wieder der Töpferacker. Das ist passiert bei Judas. Judas hat ja gedacht, na, die Sache wird wohl gut gehen mit Jesus. Das ist ja immer irgendwie gut gegangen mit Jesus. Und wenn ich jetzt 30 Silberlinge bekomme, dann habe ich nicht mehr das Problem mit meiner Bilanz. Weil es hieß ja, dass Judas ein Dieb war. Er hatte den Beutel und er war ein Dieb. Und wenn der ab und zu an der Currywurst-Ecke vorbeigekommen ist, dann hat er das Säckelchen aufgemacht und hat sich eine Currywurst geholt da. Oder zwei. Der war ein Dieb. Der hat aus der Kasse gestohlen. Da fehlte Geld. Und er hat gedacht, wenn ich 30 Silberlinge bekomme und Jesus verrate, dann kann ich die Kasse wieder auffüllen. Dann ist halt wieder alles glatt, was ich an der Börse verzockt habe. Vom Gemeindegeld. Ich meine, ja, versteht ihr das? Das läuft in der Gemeinde Jesu. Und da hat er gedacht, und da bleiben sicher auch noch so ein paar Silberlinge für mich auch noch übrig, weil 30 Silberlinge ist ja ein gutes Geld, ja? Und da hat er gesagt, okay, ich verrate Jesus, das ist ja immer gut gegangen, nie haben sie ihn festhalten können, er ist ja immer durch sie durchgegangen. Ja, da ist ja auch der König irgendwie, und das wird, also, ein Spieler ist ein Spieler, Leute, das Leben ist ein Spiel, setzt ein bisschen Geld ein, vielleicht gewinnt ihr was, das ist Judas. Das ist Judas. Und dieses eine Mal ist es ziemlich schief gegangen. Sie haben ihn nämlich gefangen genommen. Und der Judas sagt, das wollte ich nicht, um Himmels Willen. Jetzt ist ja alles, und das Geld hat gebrannt in seinen Taschen. Und dann hat er es den Leuten zurückgeben wollen, die ihn bestochen haben. Und dann haben die gesagt, die Juden, nee, das ist Blutgeld, das können wir nicht für den Tempel nehmen. Ach, das haben die ihm doch bezahlt. Die haben das Blutgeld ihm bezahlt und nehmen es nicht zurück und sagen, das wäre Blutgeld. Merkt ihr, wie verdreht es ist im Kopf. Und dann hat Judas versucht, die ganze Sache loszuwerden. Und dann hat er das Geld in den Tempel geschmissen und nachher hat er sich erhängt. Weil er merkt, es ist halt schief gegangen. Dieses eine Mal war zu viel. Und dieser Judaslohn, diese 30 Silberlinge, die werden hier beschrieben. Warum das so ist und warum das zweimal ist, da komme ich gleich zu. Ich möchte euch noch erst den zweiten Stab zeigen und dann kommen wir zu dem Judaslohn, weil das wird dann verständlicher, warum das hier zweimal erwähnt wird. Ja? Vers 14 steht, und ich zerbrach meinen anderen Stab, Eintracht, dass ich aufhöbe die Bruderschaft zwischen Juda und Israel.
Und der Herr sprach zu mir, nimm anderem abermals zu dir das Gerät eines törichten Hirten. Denn siehe, ich werde Hirten im Lande aufwecken, die das Verschmachtete nicht besuchen, das Zerschlagene nicht suchen und das Zerbrochene nicht heilen und das Gesunde nicht versorgen werden. Aber das Fleisch der Fetten werden sie fressen und ihre Klauen zerreißen. O unnütze Hirten, sagt Gott. Was seid ihr für unnütze Tölpel? Ihr seid nutzlos. Das ruft Gott den Hirten zu. Und das ist heftig. Das darf Gott aber auch, ja? O unnütze Hirten, die die Herde verlassen. Das Schwert komme auf ihren Arm und auf ihr rechtes Auge. Ihr Arm müsse verdorren und ihr rechtes Auge dunkel werden. Diese Männer haben kein Licht mehr in ihren Augen. Die haben kein Licht mehr. Die sind, als ob sie auf der Autobahn unterwegs sind, nachts im Nebel, mit 200 Sachen, ohne Lenkrad. Geistlich. Das ist keine Übertreibung. Ja, ihr rechter Arm müsse verdorren und ihr rechtes Auge dunkel werden. Die haben kein Licht mehr und die haben auch keine Möglichkeiten mehr. Das ist die Situation der Gemeinde Jesu in der Endzeit. Das wird kommen. Und ich glaube, das läuft schon. Gott zerbricht seinen Stab Eintracht, dass er den Bund zerbricht, den er mit allen Völkern geschlossen hat. Und Gott zerbricht seinen Bund Huld, ja, und seinen Bund Eintracht zerbricht er auch, dass ich aufhöbe die Bruderschaft zwischen Juda und Israel. Ja, jetzt ist aber doch der Sacharja, der hier schreibt, das so im Jahr 515 vor Christus, ja, 520, 515. Da wurde auch der Tempel ungefähr gebaut, ja. Die sind 535 sind die zurückgekehrt aus der babylonischen Gefangenschaft und bis ins Jahr 520, 515 hat Sacharja geschrieben. Aber als sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen sind, da gab es nur noch Juda und kein Israel. Warum nicht? Na, Israel ist schon 200 Jahre vorher in der assyrischen Gefangenschaft gewesen und nie mehr von da zurückgekommen. Es gab kein Israel mehr, kein Nordreich. Es gab kein Ephraim mehr. Auch hier nicht zur Zeit von Sacharja. Das heißt, Sacharja schreibt hier, dass er einen Stab Eintracht zerbricht, dass er aufhöbe die Bruderschaft zwischen Juda und Israel. Und ich deute das als ein Bild darauf, Juda und Israel, Juda war im Süden und Israel war im Norden. Ja, man nennt es auch, der größte Stamm Israels war Ephraim. Und Ephraim stand stellvertretend als Sammelbegriff für den Norden Israels. Und dann gab es den Süden mit Juda und Jerusalem. So war es immer, ja, BRD und DDR. Wir Deutsche kennen das, halt nur Ost-West, ja. So war das in Israel Nord-Süd, Ephraim und Juda. Ja, seit Rehabeam, seit dem Sohn von Salomo. Und ich erwarte, dass das wiederkommt. Ich glaube, dass der Staat Israel, den wir heute sehen, dass der zerbricht. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, das im Einzelnen anzuschauen. Das steht auch nicht so ganz offen in der Bibel. Da müsste man sich ein paar andere Stellen noch erst anschauen und die sich erarbeiten. Und dann kommt man plötzlich zu dem Ergebnis, dass die Propheten für die Endzeit von Ephraim sprechen, von Juda sprechen, von Jerusalem sprechen und das sehr exakt tun. Die schreiben das nicht irgendwie so dahin, sondern die meinen Ephraim, wenn sie Ephraim sagen. Und die meinen Juda, wenn sie Juda sagen. Und das ist Joel, das ist Micha, das ist Sacharja. Und die reden von der Endzeit. Das heißt, die setzen für die Endzeit voraus, dass es in der Endzeit Israel gibt, aber dass Israel in Ephraim und Juda getrennt ist. Und das ist spannend. Und das macht Sacharja hier auch. Er schreibt, dass dieser Stab Eintracht zerbrochen wird, dass ich aufhöbe die Bruderschaft zwischen Juda und Israel. Und ich würde das so deuten wollen, was wir heute in Israel sehen, zum 75-jährigen Geburtstag Israels, ist unvergleichlich. Dass da ein Israeli gegen den anderen auf der Straße war im Frühjahr, die letzten 10 Monate, das hat die Welt noch nicht gesehen. Und das ist auch für Israel-Freunde ein ganz schreckliches Bild. Dass die mit Wasserwerfern gegeneinander schießen und dass Tel Aviv gegen Jerusalem demonstriert und umgekehrt. Und wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, und ich habe auch einige persönliche Zeugnisse von Geschwistern, deren Eltern in Israel wohnen seit 30 Jahren oder auch Geschwistern, die in Israel zu Besuch gewesen sind und auch ganz, ganz viele Sachen, ich verfolge das sehr, sehr eng auch, das Zerwürfnis im Volk ist so, wie es noch nie gewesen ist. Das ist so stark, dass die Rabbiner da unten sagen, wenn auch bei den letzten Wahlen von Netanyahu, der hat ja mal 5 Wahlgänge gehabt, ja, und dann ist dann doch der Bennett geworden und immer Stress vor den Wahlen am Gazastreifen, regelmäßig, wenn Wahlen waren, weil Netanyahu sagt, ich beschütze euch vor den Angriffen von außen. Und man hat, die Rabbiner haben gesagt, wenn es so weitergeht im Volk und die Spaltung noch weiter so geht, dann wird es Israel so gehen wie zur Zeit der Könige. Und damit meinten sie das Auseinanderbrechen Israels
nach Salomo. Ja, und das Saul, David und Salomo war Israel ja eins. Und nach Salomo kommt Rehabeam und unter Rehabeam zerbricht das Reich. Der Norden trennt sich vom Süden. Der Norden geht weg wegen Geld, wegen Steuern, zu hohe Belastung, zu viel Fron, ja. Und das erwarte ich für die Endzeit. Und das, glaube ich, ist hier auch angedeutet in Vers 14. Dass nämlich Israel in der Endzeit diese Eintracht im Volk weggenommen wird. Und zwar nicht zwischen Ost und West, zwischen arabischen Israelis und jüdischen Israelis, sondern zwischen Norden und Süden, zwischen Ephraim und Juda. Und das sehen wir meiner Meinung nach jetzt schon in diesem Volk. Die Demonstrationen waren seit 10 Monaten sind die gelaufen und wenn die weitergegangen wären, dann wäre der Staat zerbrochen. Die waren drauf und dran, den Netanjahu in den Knast zu bringen. Die haben den Netanjahu mit einem kleinen Oberlippenbärtchen gemalt. Auf großen Plakaten. Und mit dem Kreuz daneben, gell? So schlimm war das. Die haben keine Zurückhaltung mehr geübt. Der Staatspräsident von Israel, der hat gesagt, dem Knesset-Abgeordneten, sie möchten doch bitte ihre Rhetorik etwas runternehmen. Weil die wollten sich gegenseitig ins Gefängnis werfen. Die haben sich Nazis genannt. Ein Jude den anderen, ein Israeli den anderen. Das war ganz schlimm. Auf der Straße Demonstrationen, Auseinandersetzungen. Rechts gegen Linksdemo, Links gegen Rechtsdemo. Solche Unruhe hat man noch nie gesehen in Israel. Ich habe mit einem Pastor gesprochen, großes Missionswerk. Und der hat gesagt, dieses Jahr muss ich zum Glück nicht nach Israel, er war ein bisschen krank und er sagt, ich möchte da gar nicht hin wegen der Stimmung im Land. Und dann sage ich, wieso sind die so deprimiert? Nein, sagt er, aggressiv. Sag ich, wieso aggressiv? Na ja, sagt er, er hat einen Bekannten, der wohnt da seit 30 Jahren, der sagt, er kommt nie wieder zurück. Aber in der Zeit, die jetzt in Israel ist, hat er zu ihm gesagt, lieber heute als morgen würde er zurückkommen, weil die Stimmung im Land so aggressiv ist, so schlimm, einer gegen den anderen, das hat er noch nie erlebt. Noch nie. Und das sind alte Israel-Kenner, ja, die dort wohnen. Man könnte da viel erzählen von, das Zerwürfnis ist groß. Und nach dem, was jetzt in Israel passiert ist, vertrauen 94% der Israelis ihrer Regierung nicht mehr. In persona dem Netanjahu nicht mehr. Haben wir jetzt nicht die Zeit, im Detail darauf einzugehen. Ich versuche nur ein bisschen zu skizzieren, was das heißt, wenn Bruderschaft zerbricht zwischen Juda und Ephraim. Zur Zeit von Sachaja konnte das ja nicht sein. Warum? Weil es kein Ephraim gab. Ja? Ephraim war in der assyrischen Gefangenschaft und ist nie mehr zurückgekommen. Unter Sachaja ist nur Juda wieder zurückgekommen. Das heißt also, zur Zeit Sachajas konnte man keine Eintracht zwischen oder Bruderschaft zwischen Juda und Israel zerbrechen, weil da war ja nur Juda zurück. Außerdem spricht Sachaja hier ja ganz offensichtlich prophetisch, weil er spricht ja von 30 Silberlingen. Das heißt, Sachaja spricht also in die Zukunft, vorausschauend. Und er schreibt nicht irgendwie nur mal einfach Ephraim, weil er keinen anderen Einfall hätte, ja? Sondern in der Bibel ist das exakt so gemeint. Das Haus David und die Bürger zu Jerusalem werden den sehen, in den sie gestochen haben. Ja? Nicht ganz Israel, nur Jerusalem. Ja, natürlich. Warum? Weil in der Endzeit nur Jerusalem Jesus erkennen wird. Jerusalem, die Tochter Zion gebiert. Jerusalem bekommt Wiedergeburt. Jerusalem erkennt Jesus. Ja, und dann gehören die zur Gemeinde Jesu? Ja, natürlich. Warum? Die sehen Jesus, den Gekreuzigten. Und die weinen um ihn. Und die haben Vergebung ihrer Schuld. Wer? Die Bürger zu Jerusalem. Das ist der Gedanke in Sachaja. Das steht da so und das müssen wir auch so auslegen, ja? Und das hier können wir getrost auch auf die Endzeit auslegen. Gott zerbricht zwei Stäbe. Warum? Weil er den Christusbund mit allen Völkern zerbricht. Und weil er den Friedensbund in Israel zerbricht. Und das sehen wir heute. Warum zerbricht er denn die beiden Stäbe? Weil die Zeit da ist. Weil die Ereignisse so sind. Und wir sollten doch auf Ereignisse achten, wenn Jesus wiederkommt. Für mich ist dieses innere Zerwürfnis in Israel ein absolutes Endzeitzeichen. Ja? Weil ich glaube, dass das kommt, der Staat zerbricht. Da müssen noch ein paar Dinge passieren. Wenn man die Historie besser kennen würde und das Alte Testament besser kennen würde, dann wüssten wir das. Wir sind aber nicht unterwiesen worden. Und meine Frau und ich, wir studieren gerade schwer im Alten Testament. Und auf der Herfahrt haben wir gesagt, also Jeremia 50, 51, dann meinst du, die liest Offenbarung. Diese Zitate in der Offenbarung über endzeitliche Themen, über die Hure Babel und so weiter, die findet ihr in Jeremia 50, 51. Müsst mal lesen. Also du hast eine Liste gemacht, ja, wo die, finde ich toll, müssen wir sprechen drüber, wenn wir nach Hause fahren. Darf ich nicht vergessen, ja, musst mich erinnern dran. Ja, was im Neuen Testament steht, das ist alles schon im Alten Testament.
Aber wir kennen das Alte Testament so wenig, wir sind so schlecht informiert. Ja? Wenn wir das Alte Testament seit Kindheit an in der Yeshiva auswendig gelernt hätten und würden dann das Neue Testament lesen, da würde es uns wie Schuppen von den Augen fallen. Die Offenbarung, alles was in der Offenbarung steht, findet ihr alles schon im Alten Testament. Und diese Spaltung Israels, die für die Endzeit kommt, die findet ihr auch im Alten Testament. Was ich hiermit nur andeuten möchte, ist, Gott zerbricht diese beiden Stäbe und er nimmt den Frieden aus Israel. Denn heute haben wir, ich würde Juda und Israel stellvertretend sehen für den Norden und für den Süden, ja? Und der zerbricht, die Bruderschaft ist zerbrochen, ja? Und durch dieses Kriegsereignis, der Hamas-Überfall dort, ist es nur noch tiefer geworden. Weil der Hamas-Überfall war ja schlimm. Aber dass die 7 Stunden lang gewähren haben lassen, das war noch viel, viel schlimmer, ja? Und diese Zerwürfnis zwischen Norden und Süden, diese Aggression, die haben wir heute, weil dieser Stab zerbrochen ist. Und warum wird dieser Stab zerbrochen? Weil die Jesus verraten haben. Wer? Die Juden und heute auch die Christen. Also 2x30 Silberlinge? Ja, natürlich. Wir haben ja auch 2 Stäbe. Das heißt, Israel hat seit 75 Jahren Jesus nicht angenommen, da zerbricht Gott seinen Stab. Und die Gemeinde Jesu nach 2000 Jahren nennt Gott LGBTQ. Ich will nicht andere Vokabeln noch nennen, wie Gott hier genannt wird. Ja, ich möchte das nicht von hier vorne. Ja, ihr wisst, worum das geht. Wir beleidigen Gott. Und da zerbricht Gott seinen Stab. Und wisst ihr, was das ist? Das ist ein Judaslohn, den wir dafür kriegen. Das sind 30 Silberlinge. Und deswegen glaube ich, dass die 30 Silberlinge auch 2x hier auftauchen, weil wir 2 Stäbe haben. Wir haben die Heidenvölker und wir haben Israel. Und Gott zieht sich da zurück. Ich glaube, damit schließe ich, dass wir in der nächsten Zeit, und ich möchte vorsichtig sein, in den nächsten Jahren, in den nächsten 3 bis 5 Jahren, ja, und vielleicht auch in kürzerer Zeit, Dinge sehen werden im Nahen Osten, die wir uns bislang nicht vorstellen können. Und wenn Gott seinen Stab zerbricht, Huld, Freundlichkeit und der Segen weggeht von uns, ich weiß nicht, was wir dann erwarten sollten. Da kann ich nur sagen, haltet fest, was ihr habt, dass niemand eure Krone nehme. Das heißt jetzt nicht, dass Gott jeden Einzelnen verlassen wird. Ich glaube, dass, um das vielleicht auch zu sagen, dann ist auch ein Trost ein Stück weit für uns, ja? Die große Linie ist so, dass Gott Europa verlassen wird und sich seinem Volk zuwenden wird. Und dass die Königsstadt Jerusalem nochmal zum Glauben an Jesus kommen darf. Und wenn das geschehen ist, dann kommt Christus irgendwann wieder. So ist mein ganz grober Fahrplan. Ja? Und wenn wir auf Ereignisse achten sollten, dann würde ich sagen, das erste Ereignis war die Gründung Israels. Das zweite Ereignis ist, dass Israel in 2 Teile zerbricht. Vor 5 Jahren bin ich dafür verlacht worden. Und ein bisschen mehr. Manche haben mich auch geschimpft dafür, ja. Jetzt sagen die Leute, das sieht ja so aus, als ob das so weit ist. Ah ja, sag ich, gut, die Bibel sagt es zumindest, ja. Also, das erste Zeichen ist, dass Israel gegründet wird als Staat. Das zweite ist, dass Israel zerbricht in 2 Hälften. Und das dritte ist, dass Jerusalem zum Glauben an Jesus kommt. Das sind die Ereignisse. Und auf die sollen wir achten. Und wenn die Dinge kommen, dann wissen wir, dass es nicht mehr weit ist. Das ist so ganz grob, ja. Und ich habe mit jemand gesprochen darüber, dass Israel auseinanderbrechen wird. Und zwar, also unter uns, schneide es weg. Und da hat er Vorträge gemacht. Und ich bin hingefahren, habe ihn besucht, wir haben uns gut unterhalten. Und dann habe ich auch mit ihm gesprochen und dann habe ich zu ihm gesagt, könntest du dir vorstellen, dass Israel zerbricht? Ja, sagt er schon. Also das habe ich schon vor Jahren gehört, da in der politischen Welt. Da war ich erstaunt. Der war der Erste bisher. Alle anderen wären ab. Er war der Erste und der kommt aus Israel. Ja? Deshalb kann ich mir gut, habe ich öfters schon gehört. Und dann sage ich, sagt er, habe ich in Nachrichten auch schon gehört. Ja, sage ich, gut, aber ich meine nicht, weil das in den Nachrichten kommt, sondern ich meine, weil das in der Bibel steht. Und das ist ein Unterschied für mich. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied für mich. Weil in den Nachrichten, da achten die Leute drauf, die achten, was vor Augen ist. Aber in der Bibel, das sind Leute, die achten, was sie hören, die achten auf Gottes Wort. Wir sollten auch aufs Wort hören. Was passiert, wenn wir auf die Augen achten? Das wissen wir doch von der Eva im Paradies. Wir sollen nicht auf das gucken, was wir vor Augen sehen. Ja? Wir sollen auf das Unsichtbare sehen, sagt Paulus. Weil das Unsichtbare ist ewig und das Sichtbare ist doch zeitlich. Da brauchen wir aber andere Augen. Weil mit den Augen kann man nichts Unsichtbares sehen. Da brauchen wir halt ein anderes Auge, so ein Geistesauge, mit dem man im Wort guckt. Und ich habe dem gesagt, ich glaube nicht, dass das kommt, weil ich das in der Presse gelesen hätte, sondern weil ich das in Sacharja lese. Und in Jesaja. Und dann hat er ein bisschen aufgehorcht. Und jetzt sagt er, wo denn da? Und da haben wir uns unterhalten. Aber das ist ein bisschen weitläufig. Ich will damit nur sagen, der war dem Gedanken nicht so abgetan, weil der auch jetzt sieht, was passiert und weil es seit Jahren in Israel Bewegungen gibt, die sagen, lasst uns Israel doch teilen.
Wir treten außenpolitisch einheitlich auf, militärisch, außenpolitisch, wirtschaftlich ist Israel eins, aber innenpolitisch sind wir zwei Staaten. Wer religiös leben will, geht in den Süden, und wer so leben will, wie er sich das vorstellt, ja, und zwar mit allem Pipapo, der geht halt in den Norden. Ja, Tel Aviv ist die schwulen Hauptstadt Nummer zwei in der Welt. Das muss man wissen von Israel. Das heißt, im Norden haben wir sehr modernes Leben, sehr verkommenes Leben, mit einem Leben, wo man sich alles gönnt, was irgendwie geht. Und im Süden haben wir sehr Talmud-gesteuertes Rabbin. Das kann nicht zusammenhalten, das wird auseinanderbrechen. Ja? Und das war für den jetzt keine so ungewöhnliche Aussage, und da war ich erstaunt drüber. Und da sind wir so ein bisschen im Austausch auch gewesen darüber. Was ich damit sagen möchte mit diesem Text ist, das scheint ein Ausblick zu sein, den Gott uns gibt für die Endzeit, für eine Zeit, die wir jetzt haben. Und ich meine, dass man das spüren kann und dass das immer deutlicher wird. Das heißt für mich aber auch, Jesus kommt. Jesus kommt. Und ich bin in einer absoluten Naherwartung, ja? Ich habe keine so eine Naherwartung, wie man die im Internet hat, wenn man was bestellt, heute bestellt, morgen geliefert. So nicht, ja. Also ich habe aber eine Naherwartung in biblischen Zeiträumen. Die habe ich schon, ja. Und ich glaube, dass das Paulus auch meinte. Der sagt, seid nüchtern und wachet. Heißt nicht, seid panisch, sondern nüchtern, analysierend. Und ich sage, Herr Jesus, ja, ich will gerne wachen und ich will auch gerne auf die Zeichen achten. Aber was sind denn die Zeichen, worum es geht? Worauf soll ich denn achten? Und da glaube ich, dass es die drei Dinge sind. Eins haben wir schon, Israel wird gegründet. Zweiter Punkt, Israel bricht auseinander als Staat. Und der dritte Punkt, Jerusalem kommt zum Glauben an Jesus. Wie lange das noch ist, das weiß ich nicht. Aber das kommt mit Macht. Und das kommt vielleicht viel schneller, als wir uns das vorstellen. Ja? Aber wenn ihre Verwerfung der Heiden Heil und Leben ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten, sagt Paulus in Römer 11, ja? Wenn Israel angenommen wird, dann wird es Wiedergeburt geben dort in Jerusalem. Leben aus den Toten. Und dann wird es nicht lange dauern, bis Entrückung ist und bis wir vom Tod zum Leben, vom Glauben zum Schauen kommen. Das ist meine Naherwartung, die habe ich schon. Und ich muss euch sagen, ich bin da hellwach und verfolge alles, was ich da irgendwie bekommen kann. Ja, im Wort Gottes in erster Linie, aber auch sonst an anderen Quellen, die ich so sehe. Und ich glaube, dass wir nüchtern sein sollen, nur vor dem politischen Karren sollen wir uns nicht spannen lassen. Da müsst ihr vorsichtig sein. Die Lüge ist groß heute. Ja, die Hure Babylon ist in allen Medien vertreten und die ist erfahren im Lügen. Ja. Ich halte mich auf die Seite des Herrn Jesus Christus und meiner Glaubensgeschwister. Da gehören wir hin. Ja, und da sind wir auch gut aufgehoben. Aber Jesus kommt. Das ist so. Ja. Schön, wir schließen, oder? Ich bete noch. Ja. Wer kann möglich aufstehen? Gerne, ja. Herr Jesus, danke schön für die Gemeinschaft und für dein Wort. Danke dafür, dass wir wissen dürfen, dass du kommst und dass die Dinge sich alle ordnen und in Reihe bringen und so in Reihe und ordnen müssen, wie dein Wort sagt. Wir bitten dich, dass du uns auch Licht geben möchtest und einen offenen Geist, ein offenes Herz, dass wir dein Wort verstehen können und dass wir wach sind für die Zeit, in der wir sind. Segne uns auch da, wo du uns hingestellt hast, da, wo wir arbeiten oder wo wir auch in der Familie sind. Wir bitte dich auch sehr für unsere Kinder, Anverwandten, Eltern, dass du sie auch segnen möchtest und da, wo es sein darf, auch zum Glauben führst und sie zu dir rufst, Herr. Danke, dass du uns dein Evangelium gegeben hast. Lass uns auch zum Segen sein, da, wo du uns hingestellt hast. Danke für dein Golgatha-Opfer, danke für dein Sterben, für dein Auferstehen, für deine große, große Geduld mit uns bis heute. Herr, halt uns fest an dir, auch in den Zeiten, in der wir leben. Lass uns Mut haben, dir nachzufolgen. Danke, dass wir zum Heil und zum Frieden gekommen sind in dir, Herr. Wir preisen und rühmen deinen Namen. Amen. Amen. Amen.